Moin Leute, wie versprochen das nächste Video einer Sanierung, diesmal folgt die Küche. Erstmal hier der Urzustand und gleich folgen die Bilder von der Sanierung und dann werde ich zu den jeweiligen Schritten was erzählen. Am Ende seht ihr dann das fertige Ergebnis. Wir wollten eine offene Wohnküche haben oder Esszimmer mit Küche, deswegen musste erstmal die Wand raus. Das seht ihr hier. Dann am Schornstein haben wir eine Wand reingezimmert, hier in Trockenbauweise mit Spanplatte oder USB-Platte und dann auch später noch mit Gipskartonplatten. Das seht ihr hier. Die Decke musste auch raus, weil wir noch eine Dampfbremse eingesetzt haben. Die Decke wurde dann auch doppelt beplankt mit USB-Platte und Gipskartonplatten. Natürlich musste das Stück Mauer auch weiter verputzt werden. So sieht die Mauer dann fertig verputzt aus. Hier seht ihr die zugemauerte Nische von der Heizung und das restliche Stück von der Wand, beziehungsweise wo die Wand mal war. Hier die eingesetzte Trockenbauwand. Hier sind schon mal die komplette Decke und dieses Stück Wand verspachtelt. Alles ein paar Mal verspachtelt und schon abgeschliffen jetzt. So sieht das Ganze gestrichen aus. Der Boden fehlt noch, wie ihr sehen könnt. Hier werden jetzt die Fliesen gelegt. So sehen die Fliesen nach dem Verfugen aus. Einmal gereinigt. Und so sieht der fertige Boden aus. So sieht das Ganze nach der Sanierung aus. Fußleisten fehlen noch, die Leisten an den Fenstern fehlen auch noch, aber so an sich ist es sonst soweit fertig. Gut, oben die Kabel für die indirekte Beleuchtung, die zeige ich euch gleich noch, müssen auch noch weg, beziehungsweise runtergeklebt werden, aber ihr seht jetzt hier, die Küche ist komplett neu. Man kann hier noch erahnen, wo mal die Wand war, das ist hier, wo die vier Steckdosen sind. Oben kann man es ganz leicht sehen, da haben sich leider auch Risse gebildet, die muss ich dann irgendwann mal mit Acryl wieder verfüllen. Und auch hier war ja die Wand, ist dann dementsprechend hier, wie ihr das auch auf den Bildern seht, gesehen habt. Und genau in eins durchgelegt, dann hier dieser Fliesenboden. Das sind hier so anpolierte Fliesen, die also so teilweise matt, teilweise glänzen, kann man euch ganz gut sehen. Und ein Punkt, den ich jetzt noch zeigen wollte, das ist die indirekte Beleuchtung. Ich mache mal hier das Licht erstmal aus und dann hier an. Und dann seht ihr eben hier auch wieder so eine LED-Leiste. Die ist auch per WLAN steuerbar. Hier habe ich die angebracht, das zeige ich euch gleich. Und zwar haben wir hier oben einfach eine ganz normale Steckdose. Die läuft hier in diese Dreifachsteckdose rein, aus dem Baumarkt, ganz neu gekauft. Dann geht hier einmal das weiße Kabel ab für die Beleuchtung der Vitrine. Und das andere Kabel geht hier zum Netzteil von dem LED-Controller, der hier liegt. Auch hier mit so einem Infrarotsensor noch, aber wie gesagt, das ist auch per WLAN steuerbar. Und dann geht hier die LED-Leiste dran, läuft dann hier lang. Geht also hier über die komplette Fläche der Küche lang. Hier in der Ecke habt ihr noch so ein 90 Grad Winkelverbinderstück. Das musst du hier extra noch kaufen dafür. Und dann geht das dementsprechend hier bis zum Ende der Küche oder der Küchenschränke. Genau, und so sieht das Ganze dann eben aus. Macht auf jeden Fall einen schönen Eindruck. Und das haben wir mal abends laufen, damit eben nicht das große Licht laufen muss, sondern wir diese indirekte Beleuchtung laufen haben. Gut, das eben nach der Sanierung, so sieht es aktuell aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, beziehungsweise abonniert den Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.